Beweglich bleiben, trotz Parkinson. So lautete das Motto des Patienten-Infotages, der heuer anlässlich des Welt-Parkinson-Tages am 15. April im Schloss Schönbrunn stattfand. Aus diesem Anlass lud die Patientenorganisation Parkinson-Selbsthilfe Österreich-Dachverband zum Pressegespräch. Betroffene erzählten über ihr Leben mit der Erkrankung und Experten gaben Auskunft über die unterschiedlichen Behandlungsmethoden. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind und es zeigt, dass der Welt-Parkinson-Tag jetzt doch langsam ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnt. Bis jetzt war ich immer enttäuscht, wenn ich vom Welt-Frauentag, Welt-Kindertag, Welt-Pampers-Tag, keine Ahnung, gehört habe in allen Medien und mir gedacht habe, nun, Welt-Parkinson-Tag, was ist damit? Es sind doch sehr, sehr viele Betroffene in Österreich, also ausgehend tun wir statistisch von 16.226, daher sagen wir immer, es sind so ungefähr um die 20.000 Patienten. Eine zweite Kennzahl wäre Beginn 63 plus minus 5 Jahre. Das täuscht jetzt ein bisschen darüber hinweg, dass 15% der Betroffenen noch keine 50 Jahre alt sind, wenn die Erkrankung beginnt. Ja, es war so, dass nach einer Narkose im Jahr 2002, im Februar, Zittern aufgetreten ist und ich beim Gehen auffällig war, es ist die Hand hat sich nicht mehr mitbewegt, die rechte und das rechte Bein habe ich mit, also nachgeschliffen beim Gehen. Und zuerst haben wir geglaubt, dass es aufgrund der Medikamente eine Nebenwirkung wäre. Als dann die Medikamente abgesetzt waren, hat sich das nicht gebessert und es war dann so, dass die Familie auch mich gedrängt hat, eine weitere Abklärung durchführen zu lassen. Und es war dann die Diagnose eigentlich eindeutig, Morbus Parkinson. Ganz wichtig war für mich die Unterstützung durch meine Gattin auch, die dann gesagt hat, ja, das schaffen wir auch. Harald, sag einmal, wie ist der vorher gegangen, wie geht es dann nachher, wie kommst du damit zurecht? Das ist vorher etwas schwierig, weil wenn man eine Tablette nehmen muss oder dreimal eine Tablette, so denkt man es dann, man nimmt die Tablette und vergisst aber dann wieder, weil man... Wenn man irgendwas anderes fragt, dann oder es läuft das Telefon oder irgendwas ist und da vergisst man dann geht es wieder runter. Dann hat man wieder den Klebeeffekt und ist dann so weit, dass man nicht mehr weiterkommt. Also die Therapie des Morbus Parkinson ist in erster Linie eine medikamentöse Therapie. Man muss sagen, dass die Hauptsäule der Behandlung sicher die medikamentöse Therapie ist und dass durch den Einsatz von den Parkinson-Medikamenten in der richtigen Dosierung eine Symptomverbesserung von 30-100%, vor allem in den ersten Jahren der Krankheit, stattfinden kann. Also die medikamentöse Therapie ist etwas sehr Wichtiges. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft, weil heutzutage viele Betroffene das Gefühl haben, dass Medikamente was Unnatürliches sind oder etwas Schlechtes und viele versuchen instinktiv, also viele Betroffene mit möglichst wenig Medikamenten auszukommen. Das ist in diesem Fall aber nicht zielführend, weil eben die Parkinson-Medikamente so einen signifikanten Effekt haben, auch auf die Lebensqualität. Ja, und dazu haben wir doch jetzt auch ein paar Methoden für spätere Stadien der Erkrankung. Wir haben seit 22 Jahren die tiefe Hirnstimulation als eine der invasiven Methoden. Wir haben schon seit 10 Jahren die Apomorphinpumpe und wir haben seit 7 Jahren die Duodopa-Pumpe, die eine Möglichkeit darstellt. Und das ist mit der Pumpe ideal, weil mit der Pumpe die schaltet man ein. Ist zwar da in der Mitte ein bisschen ein größerer Kasterl, aber bitte, es geht. Und da, die schaltet genau ein. Also wenn ich zum Beispiel eine Zusatztaste nehme, dann ist die genau abgestimmt, dass man spürt schon nach 10 Minuten, jetzt fängt es an und geht dann weiter in gleichmäßigen Abständen. Morbus Parkinson ist nicht heilbar. Die Erkrankung ist jedoch, mit Ausnahme extrem seltener Sonderformen, in jedem Stadium behandelbar. Durch die richtige Begleitung und ein therapeutisches Gesamtkonzept kann die Lebensqualität über viele Jahre auf hohem Niveau erhalten werden. Zu diesem Gesamtkonzept gehört nicht nur die Medikation, sondern beispielsweise auch Physio- und Ergotherapie, Logopädie und Ernährungsberatung. Das Ziel jeder Therapie ist es, dem Patienten die Möglichkeit der kontrollierten Bewegung und somit auch Selbstbewusstsein, Lebensfreude und Lebensqualität zurückzugeben. Und das sind auch Ziele der Parkinson-Selbsthilfe.
Hier wird die Eigeninitiative gestärkt und zudem finden Betroffene zahlreiche weitere Angebote für soziale Aktivitäten, wie Parkinson-Reisen oder auch Tanzkurse. Das ist die Selbsthilfe, glaube ich, wirklich wichtig und ich kann es nur jedem empfehlen. Schließen Sie sich einer Gruppe an. Sie bekommen die neuesten Informationen und ganz wichtig, es ist ein Erfahrungsaustausch möglich. Man sieht, es geht den anderen nicht anders, die haben auch diese Probleme und der Erfahrungsaustausch und die Information bringt auch den Patienten dazu, dass er Experte in eigener Sache wird. Eine Funktion hat die Selbsthilfe auch noch. Sie ist auch für die Angehörigen da. Die Angehörigen sind nämlich genauso betroffen wie die Betroffenen und sie haben niemanden, der sie unterstützt. Eine ganz wichtige Funktion noch. Danke.